Wir sind Tobi und Imke, reisen seit 6 Jahren um die Welt und sind mit unseren Vans schon über 80.000 Kilometer durch 4 verschiedene Kontinente gefahren. Wir haben Sicherheit gegen Freiheit und Abenteuer getauscht und wurden mit unvergesslichen Erlebnissen belohnt. In der ganzen Welt haben wir uns zu Hause gefühlt. Nun werden wir mit unserem selbst ausgebauten Van Vollzeit durch Europa reisen. Also, auf geht's! Ihr fragt euch sicherlich, was wir hier gerade treiben. Das hier ist ein 3 Meter langer Selfie-Stab und das ist die Insta360 One X2. Das ist eine 360-Grad-Kamera. Die haben wir vor allem während unseres Ausbaus in den letzten Wochen getestet. Und in diesem Video heute möchten wir euch zeigen, was diese Kamera kann und vor allem, welche Kameras wir auf unseren Reisen und während des Ausbaus benutzt haben. Bei uns gibt es heute mal kein Reisevideo und auch kein neues Video zu unserem Van-Ausbau. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben schon super viel geschafft, sind auch schon sehr stolz darauf. Und das werdet ihr aber alles in den nächsten Wochen sehen. Hier geht es heute erstmal um unsere Kameraausrüstung. Und zwar um die Sachen, die wir schon seit vielen Jahren dabei haben. Und auch eben um unseren Neuzugang. Unsere Hauptkamera, mit der filmen wir auch gerade, ist die Canon 77D. Die haben wir seit ungefähr 2 Jahren, die haben wir in Kanada gekauft. Davor hatten wir die Canon 600D, die haben wir in Australien gekauft, die hatten wir davor. Das ist eine Spiegelreflexkamera mit einem ASPC-Sensor. Wir haben 3 verschiedene Objektive, mit dem einen filmen wir auch gerade. Das ist das 17-70mm Objektiv von Sigma, mit dem sind wir sehr zufrieden. Das benutzen wir eigentlich fast die ganze Zeit, das hat eine Blende von 2,8. Dann haben wir hier noch das Weitwinkelobjektiv von Tokina, hat 11-16mm. Hat auch eine Blende von 2,8 und das benutzen wir für Landschaftsaufnahmen und auch für Astrofotografie, also meistens dann, wenn wir eben mit dem 17-70mm Objektiv von Sigma eben nicht den ganzen Ausschnitt drauf kriegen. Und dann haben wir noch ein Objektiv von Canon, ein Teleobjektiv, das benutzen wir recht selten, meistens für Aufnahmen von Tieren zum Beispiel. Das hat eine Brennweite von 50-250mm, hat glaube ich eine Blende von 4,5. Also ist jetzt aber eben nicht so lichtstark, was aber auch für uns kein Problem ist, da wir es eh sehr selten benutzen. Und ja, genau, dann haben wir hier noch unsere Drohne und die wird euch Tobi vorstellen. Ja, außerdem haben wir hier noch unsere Drohne, das ist die DJI Mavic Air. Die ist jetzt nicht mehr die neueste, tut aber ihren Dienst echt gut. Die haben wir gebraucht in den USA gekauft, einfach weil Drohnen so unglaublich teuer sind. Wir haben es auch lange hinausgezögert. Wir waren 2 Jahre in Australien und hatten einfach keine Drohne dabei. Trotz der wunderschönen Landschaft dort. Und wir haben immer gesagt, hätten wir jetzt nur eine Drohne, dann könnten wir so coole Aufnahmen machen. Hat uns immer sehr geärgert. Und dann irgendwann haben wir einfach mal gesagt, jetzt kaufen wir sie, weil auf Reisen muss man ja auch immer schauen, dass man nicht viel zu viel Gepäck dabei hat. Vor allem, wenn man nur mit dem Rucksack unterwegs ist, da kann man dann nicht einfach mal eine Drohne so reinquetschen. Und dann in den USA, kurz bevor wir nach Hawaii geflogen sind, haben wir sie dann gekauft und haben es bis heute nicht bereut, denn die macht richtig gute Aufnahmen trotz ihrer kleinen Größe. Können wir also eigentlich nur empfehlen, wenn man viel unterwegs ist und gerne Landschaften fotografiert. Des Weiteren haben wir aber auch noch eine kleine GoPro, das ist die 7er, also auch schon ein bisschen älter. Die haben wir damals in Kanada gekauft, eben um vor allem Actionaufnahmen beim Snowboardfahren zu machen, beim Surfen. Die kann nass werden, man kann damit tauchen und so weiter. Hat aber den großen Nachteil, dass sie eben so einen ganz kleinen Sensor hat und die Qualität eben nur auf einem kleinen Bildschirm gut ist und jetzt eben nicht an unsere Hauptkamera rankommt. Und dann haben wir jetzt kurz vor unserem Ausbau einen Neuzugang bekommen. Das ist die Insta360 One X2 und das Besondere daran ist, dass sie eine 360-Grad-Kamera ist. Also im Vergleich zur GoPro. Die GoPro filmt immer nur in die Richtung, in die man sie zeigt, in einem Winkel von ungefähr 170 Grad, also schon ziemlicher Weitwinkel, aber sie filmt eben nur in die Richtung und da muss man halt immer schauen, was filme ich gerade. Und mit der Insta360 One X2 hat man halt eben den Vorteil, ich halte sie einfach in eine Richtung und die hat 2 Linsen, auf jeder Seite eine, und ich filme jetzt alles, was die Kamera sehen kann, 360 Grad.
dann kann ich mir in der Nachbearbeitung einfach aussuchen, was möchte ich zeigen. Das heißt, ich muss mir gar keine Gedanken mehr machen, wo ich gerade hinfilme. Man kann sie einfach starten, läuft los und dann hat man alles drauf und kann sich dann später aussuchen, was man eigentlich filmen wollte, ob man sich filmt oder nach vorne filmt, zur Seite. Man kann auch schwenken. All das zeigen wir euch gleich noch, wie das im Detail geht. Was wir außerdem haben, ist noch ein Stativ, mit dem filmen wir aber gerade. Das können wir euch jetzt gerade nicht zeigen. Und dazu haben wir noch eine Fernbedienung. Die benutzen wir meistens, um Bilder von uns zu machen, wenn wir jemanden fragen möchten. Weil meistens ist es so, wenn wir zum Beispiel an einem schönen Ort sind und jemanden fragen, ob der ein Foto von uns machen kann, wird das meistens überhaupt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Da ist am meisten so viel Boden drauf, so viel Himmel drauf und der Auto ist meistens total blöd. Oder wir haben auch oft Angst, dass die Person irgendwie die Kamera fallen lässt aus Versehen. Und ja, deswegen benutzen wir halt immer noch diese Fernbedienung. Die kann man auch einstellen. Ist halt sehr cool und die haben wir uns auch in Kanada gekauft. Wir haben die Kamera freundlicherweise von Insta360 zur Verfügung gestellt bekommen, haben sie seit einigen Wochen getestet. Und was man damit für coole Aufnahmen machen kann, zeigen wir euch jetzt. Kamera so einiges an Zubehör mitgeliefert bekommen. Zum Beispiel einen 3 Meter langen Selfie-Stab, der ist wirklich riesig groß, auf den werden wir gleich noch näher eingehen. Und an sich finden wir, ist die Kamera echt gut verarbeitet, macht auf jeden Fall einen soliden und hochwertigen Eindruck. Passt auch super gut in eine Hosentasche, das sind wir gar nicht gewohnt von unserer Hauptkamera. Und am coolsten finden wir natürlich die 360-Grad-Aufnahmen. Man kann also wirklich in jede Richtung filmen. Und wir hatten das zum Beispiel schon oft beim Tauchen oder Schnorcheln, dass wenn zum Beispiel eine Schildkröte vorbeikam und man sich natürlich riesig gefreut hat, dass man aber irgendwie so konzentriert darauf war, das auch mit der Kamera festzuhalten, zum Beispiel mit der GoPro. Und dann konnten wir halt das Erlebnis überhaupt nicht so genießen und haben das mehr durch die Kamera gesehen. Und das werden wir jetzt mit der Kamera natürlich nicht mehr haben. Wenn man mit der Kamera filmt, dann sollte man in der Regel den Selfie-Stab benutzen. Man kann natürlich auch so filmen. Man kann nämlich die Linse einstellen. Möchte man nach vorne filmen oder möchte man in beide Richtungen filmen? Also man kann sie auch nutzen wie eine ganz normale GoPro. Es empfiehlt sich aber einfach, in beide Richtungen zu filmen, denn dann kann man den Ausschnitt später frei wählen. Also wir nutzen meist den Selfie-Stick mit dabei. Das coole Feature ist, die radiert den Selfie-Stick in jeder Szene aus. Also wenn ich filme, filmt sie rundherum, auch nach oben und unten. Schaue ich aber dann später nach unten, ist der Stab einfach weg. Ich kann mich also so filmen und es sieht einfach aus, als hätte ich nichts in der Hand. Man steht da immer so da, aber wenn man sie irgendwie so positioniert oder hinter sich, hat man ziemlich coole Aufnahmen und merkt gar nicht, dass man eine Kamera in der Hand hat. Des Weiteren haben wir hier noch ziemlich viel Zubehör bekommen.
diverse Aufbewahrungstaschen und dann vor allem, was wir definitiv noch brauchen werden, ist hier dieses Dive Case. Das ist bis zu 45 Meter wasserfest, also bestens geeignet zum Tauchen und Schnorcheln. Die Kamera selbst ist bis zu 10 Meter wasserfest, aber wenn man dem einfach nicht traut, weil man ja nie genau weiß, ob hier die Klappen perfekt dicht sind oder nicht, dann kann man einfach das Dive Case benutzen. Das werden wir definitiv auf den kommenden Reisen noch machen. Außerdem haben wir hier, wie so oft schon angesprochen, den 3 Meter Selfie-Stab. Der Stab hier ist etwas über 1 Meter lang. Und dann hat man hier noch diesen Carbonstab, der ist echt leicht. Lässt sich auf bis zu 3 Metern ausziehen. Und wenn man das macht, sieht es ein bisschen merkwürdig aus, aber man hat den besonderen Vorteil, dass man eben Drohnenszenen nachstellen kann. Wir haben ja eine Drohne, aber oft hatten wir das Problem bisher, dass wir in Nationalparks unterwegs waren und man da keine Drohne fliegen durfte. Oder dass wir eben an einer dicht befahrenen Straße waren, zum Beispiel in Schweden. Wir wollten eine Drohnenaufnahme von unserem Auto machen, aber immer wenn wir angehalten haben, um die Drohne zu starten, kam hinter uns schon das nächste Auto und wir mussten warten. Und hiermit kann man den Stab komplett ausfahren, hält ihn dann aus dem Fenster oder woraus man immer möchte und dann sieht die Aufnahme halt eben aus, als würde die Drohne perfekt hinter einem herfliegen. Man hat eben auch nicht diese Sorge, dass einer fliegen muss und der andere perfekt das Fahrzeug steuern muss. Finden wir ganz praktisch, aber man kommt halt eben nicht so hoch wie mit der Drohne jetzt selbst. Klar. Aber wenn man einfach mal so eine kurze Aufnahme machen möchte, wie man mit dem Auto in einer schönen Landschaft fährt, dann lohnt sich das schon richtig. Die Kamera hat natürlich nicht nur Vorteile, sie hat auch ein paar Nachteile für uns persönlich, denn was wir bisher hatten mit der GoPro, man nimmt etwas auf, holt die Speicherkarte raus, steckt sie in den Laptop rein und hat die Szenen direkt in der Hand zur Verfügung zur Weiterbearbeitung. Und mit dieser Kamera hier muss man die Szenen halt eben nachbearbeiten, weil die Kamera weiß halt einfach nicht, was möchte ich eigentlich filmen. Die filmt einfach rundherum. Da muss ich also entweder an meinem Handy in einer speziellen App oder am Laptop die Bearbeitungssoftware aufrufen und kann dann da die Szenen bearbeiten. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Hier sind wir jetzt in dem Insta360 Studio. Das ist die Software für den Laptop oder den PC. Es gibt das Ganze natürlich auch noch als Handy-App. Da kann man auch alles Mögliche bearbeiten und hat das eigentlich immer unterwegs dabei. Ich mache das aber am Laptop, weil es einfach leistungsstärker ist und man dann die Dateien direkt auf dem Laptop hat zur Weiterbearbeitung. Hier habe ich jetzt schon mal eine Szene aufgerufen. Das ist die Szene, wo wir durch den Wald gehen. Da haben wir das Stativ einfach am Rand aufgestellt. Hier kann man sich das Ganze jetzt angucken und wie man sieht, laufen wir einfach nur vorbei. Da das eine 360-Grad-Szene ist, kann ich hier wirklich alles Mögliche angucken. Ich kann nach oben, nach unten schwenken. Hier wäre eigentlich der Stab, der wurde rausradiert. Und so kann ich halt jetzt sehen, wie wir daran vorbeigehen. Und um die Szene jetzt zu bearbeiten, gehe ich persönlich hier an den Anfang, schaue, wo wir lang gehen, zum Beispiel da. Dann warte ich jetzt noch ein bisschen, bis wir ins Bild kommen und ab hier setze ich ein Keyframe. Das ist ein Punkt, ab dem eine Handlung stattfinden soll, also die Bewegung. Lass das Video weiterlaufen, bis wir vorbeigehen. Das ist jetzt. Dann schwenke ich rum. So ungefähr. Lass uns noch was weitergehen und setze dann da den nächsten Keyframe. Das heißt, diese Sequenz wird bearbeitet. Und dann werden wir also von dort drüben nach hier schwenken. Wir können uns das Ganze jetzt anschauen. Das sieht dann so aus, dass wir im Fokus sind und wenn wir dann halt lang gehen, schwenkt die Kamera rüber und hat uns immer im Bild drin und das ist halt das Coole, was man mit dieser 360-Grad-Kamera machen kann. Kann natürlich noch viele andere Sachen und auch Szenen filmen und dann noch ein Feature, was ich ziemlich cool finde, wie man das Ganze auch machen könnte, ist die Deep Track-Funktion. Ich kann jetzt hier eine Person oder einen Gegenstand auswählen, ich nehme mal mich mit der grünen Jacke so und tracke das Ganze. Dann rechnet das Programm das so aus, dass ich immer im Mittelpunkt bin, wie man jetzt sieht, dreht und schwenkt die Kamera den Ausschnitt dann ganz automatisch und gleich können wir uns das Ganze angucken. Dann haben wir denselben Effekt, aber vielleicht nicht ganz so fließend ist, wie wenn man den Keyframe setzen würde. Jetzt schauen wir uns das Ganze kurz an. Man sieht, man ist wirklich perfekt im Mittelpunkt und die Kamera schwenkt dann auch super mit. So kann man das Ganze auch lösen und man kann halt auch viele andere Szenen so bearbeiten. Wenn man das dann fertig hat, kann man das hier exportieren, sucht sich einen Speicherort aus und kann die Szene dann weiter bearbeiten, auf YouTube hochladen, Instagram und so weiter.
Mit der Insta360 One X2 kann man viele coole Aufnahmen machen. Sie hat auch unglaublich viele Features, die super einfach in eben der Handy-App direkt zu bedienen sind. Im Endeffekt ist es halt eine echt gute Action-Kamera, ähnlich wie die GoPro, und sie hat halt einen super Weitwinkel. Also ist sie jetzt meiner Meinung nach für uns nicht so gut zum Vloggen geeignet. Ich würde sie jetzt nicht nur so in der Hand halten und dann ein ganzes Video drehen für YouTube oder sonst was, denn dieser Weitwinkel verzerrt das Bild einfach zu stark. Und das ist auch dasselbe Spiel bei der GoPro, dafür nutzen wir die einfach nicht mehr. Die Vlogs filmen wir hauptsächlich mit der Canon-Kamera, weil sie einfach hochwertige Aufnahmen bietet. Aber wenn wir dann mal den extrem Weitwinkel brauchen für Action-Aufnahmen oder in einer echt coolen Landschaft, dann wird diese Kamera hier auf jeden Fall einen guten Vorteil bieten. Wir können schon kaum erwarten, bald endlich wieder loszureisen und dann viele coole Aufnahmen mit der Kamera zu machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben, und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dürft ihr uns gerne kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal.